Neue Folge Shadow Tactics mit mir, Dennis. Wir haben es geschafft. Wir haben den Neffen des verräterischen Bruders des Shoguns zum Shogun gebracht. Und der erfährt jetzt die Wahrheit. To think not even 300,000 men could stop you. My Shogun. Do what you must then. I will not waste another word for the butchers of Wir sind nicht die Schlechter deines Sohnes, du Trottel. Neither were we responsible for the death of Oshiro Mugen. It was your brother who twisted the truth to his desire. Why should I believe this outrageous accusation? What proof do you have? We have a witness. My nephew? Is this supposed to work in your favor? This creature killed your son with his own hands. Lies, Uncle, lies! I saw that filthy shinobi put a blade in his back. He killed Ryunosuke. Ja, warum sollte er jetzt die Wahrheit sagen? No, he's lying. Go on, nephew. He killed Mugen Sensei too. They all seek to deceive you, Uncle. They hurt me. They told me to lie to you, but I won't. And you know all this because you saw the murder happen, yes? Yes. I'm... Why were you there? How did you know where Ryunosuke was hidden? Uncle, you don't understand. I didn't... You cannot lie to me, nephew. Hat er sich verplappert. Ach, Masaru. Who in this room has murdered my son? Please... Uncle, I only did what my father told me. I didn't want to. He made me. He gave me the knife. It wasn't my fault. Enough. Not another word. Noboru, my own brother, all this time. He blinded us all. I should have seen it. His eagerness for battle, his disapproval whenever we spoke of peaceful solutions. My brother never wanted peace. He was made for conquest. Were he born a century ago, he would have been the greatest warlord. A shadow of the past, darkening the present day. We all desire revenge for what was lost, but we will follow your command. As did Mugen before us. Ich finde ganz geil, wie der Schnee hinten durch das offene Zelt fällt. Sieht toll aus. Schöner Effekt. I will not grant my brother an honorable death. He will die forgotten. A brief mention in the annals of history. Seek him out in his domain at Sonpo Castle. Face him and do what must be done. We will discuss your future when you return. As you command, my Shogun. Dann reden wir auch darüber, dass ihr 47 meiner Soldaten umgebracht habt auf dem Weg hierher. Wir reden dann über eure Zukunft. So, Masaru, du musst jetzt leider sterben. Ich würde gern sehen, was er jetzt mit ihm macht. Da gibt's bestimmt eine Menge Schreie und Blut. Naja, gut, vielleicht will ich es doch nicht sehen. Ist vielleicht auch ein bisschen eklig. Ja, wir haben den Auftrag erhalten, trotz unseres etwas gewaltsamen Eindringens beim Shogun, seine halbe Privatarmee, privat ist es ja nicht, seine Leibwache, seine Leibgarde, haben wir die Hälfte der Leute umgebracht. Und zwar die bessere Hälfte, nämlich die sinnvolleren Aufgaben hatte oder die stärker waren. Die Schwachen und Lahmen, die haben wir in Ruhe gelassen teilweise. Die sich nur am Lagerfeuer hingesetzt hatten und uns nicht gestört haben. Das hat er uns offensichtlich erstmal verziehen, denn er möchte jetzt von uns, dass wir seinen Bruder umbringen. Also hey, genauso muss es sein bei einer japanischen Historienfehde. Da bringt ein Bruder den anderen um, so gehört sich das. Alles natürlich hoch bzw. tief ehrenvoll, ja. Da verliert niemand sein Gesicht. Also vielleicht nicht im übertragenen Sinne, aber wortwörtlich könnte es schon sein, dass wir vielleicht dem Bruder des Shoguns, dem Noboru,
das Gesicht abschneiden. Weiß ich noch nicht. Ich überlege mir das, wenn es soweit ist. Ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt aber langsam dem Finale des Spiels nähern. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die finale Mission ist, weil was soll da noch kommen danach? Also wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht noch ein Abspann, also eine Outro-Videosequenz, aber nicht viel mehr wahrscheinlich. Und das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt nicht einfach werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr mich jetzt hier ein paar Folgen lang hart verzweifeln seht. Aber mal schauen. Vielleicht wird es ja auch ganz leicht. Oh Gott. Schön hat das da, der Noboru. Da steht er auch schon im Innenhof. Es gibt Verkleidung, es gibt einen Schlüssel irgendwie. Ich mag ja so Schlossanlagen, vor allen Dingen so japanische sind natürlich toll, aber europäische eigentlich auch. Also Burganlagen sind es ja im Endeffekt. Even Kuma is eager. Quietsch, quietsch. The others should be in position by now. Okay, also wir starten nicht gemeinsam, sondern auch wieder getrennt voneinander. Up here, Akusan. We're almost there. Your navigation skills are impressive, Yuki-chan. Now, we have a hard task ahead of us. Ich nehme an, wir brauchen irgendwie den Schlüssel, um in die Burg zu kommen oder so. Da war ja irgendeine Wache, die einen Schlüssel hatte. Da ist der fiese Noboru. Doesn't look like there's an easy way to reach Noboru. The best paths are often hidden from view. Remember what I told you before. The wells are all connected with each other. Okay. So, we use die Brunnen sind miteinander verbunden. Again. Takuma-san expected the wells to be secured with locks. Ah, für die Brunnen braucht man Schlüssel. I can find a key. We should also look for a disguise on the way. Können wir die Dame da über den Haufen schlagen und uns umziehen? Okay. Let us meet the others halfway and enter the wells together. After that we will make further plans. Now, shall we begin? Shall we begin? Unbedingt. Right. Let's finish this. Okay. Klingt gut. Erstmal speichern. So. Dann gucken wir doch mal. Also wir haben die beiden Teams kommen nicht zueinander, weil die Mädels sind hier außen und die Jungs sind hier drüben an der Brücke. Hier durchs Tor geht's nicht. Wir können eigentlich nur hier lang. Wir müssen durch das Tor gehen. Die Brücke hier ist wahrscheinlich der Fluchtweg nachher. Wir müssen durchs Tor. Das sage ich deswegen, weil der gute Takuma kann ja nicht schwimmen. Und keine Lianen runterklettern oder so Gewächse. Das heißt, wir müssen irgendwie letztlich durch dieses Tor. Das sollte auch machbar sein. Weil den Typen hier, den kriegt man doch höchstwahrscheinlich tot. Wenn man den hier hinterlockt mit Kuma. Das können wir ja vielleicht gleich mal versuchen. Kuma! So, das müsste doch eigentlich gehen, dass Kuma sich da hinhockt. I'll be right back. Wir gehen da hin. Ups. Und Kuma lockt den an. Shuriken Jutsu. Time for sword work. Oh, tot. Oh, da oben auf dem Turm steht noch einer. Alles klar, das so einfach ist es dann doch nicht. Aha, es könnte also sein, diese Mission wird eine Herausforderung. Das hätte ich niemals gedacht. Okay, was sieht er denn? Der sieht eine ganze Menge, der Typ, ne? Ah, okay, aber der sieht... Man muss es im richtigen Moment machen. Man muss es einfach nur im richtigen Moment machen, dann passt das schon. So... Already done. Gehen wir mal hier hinten hin, speichern und dann muss ich eigentlich nur den hinlocken, den Typen. Jetzt zum Beispiel. Ah, das hat nicht geklappt, weil er den zu früh entdeckt hat, den Hayato. Aber grundsätzlich könnte es, glaube ich, so klappen. Man muss nur den richtigen Moment da passen, wenn die Wache oben auf dem
auf dem Turm nicht hinguckt. Und zwar, das wäre dann so jetzt. So, dann läuft er dahin. Dann geht er dahin. Ach Mann. Aha. Weil er Kuma noch nicht sieht. Der ist hier so versteckt da hinten. So. Okay, okay. So, jetzt. Jetzt ist der hier wichtig. You know what to do. Shoot it. Quiet, this is mine. I'll be right back. Yeah. That's enough, Kuma. Shuriken Jutsu. Mist. Okay, ich muss Kuma früh genug wieder abschalten. Tut mir leid, ich war gerade schon wieder so ruhig, aber... Aber so geht's. So machen wir das. Ich muss... Kuma einfach in dem Moment... So, das kann er doch jetzt schon machen im Endeffekt. Dann geht der hier rum. Wieso? You know what to do. Move like water. Ach nein! Yes. Come forward. Na? Alarm, 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 Alarm. Okay, scheiße, das klappt. Das ist schon wieder so eine winzige kleine Fitzelsituation, wo es überhaupt nicht vorangeht. Sowas regt mich immer massiv auf. Schlimm ist das. Shuriken, ready. You know what to do. Shuriken. So. Und Kuma aus. Und dann ist es nämlich auch schon gelöst, das Problem. Ah, Mann, diese blöden kleinen Fitzelprobleme immer. So, das heißt, wir haben den Typen. Das heißt, wir kommen jetzt hier vorbei. Theoretisch. He left his post. Where is he? Where the fuck is this damn it guy? Hayato kann ja theoretisch hier lang schwimmen. Kommt hier dann auch hoch. Könnte hier auf den Turm rauf. Aber das können die Mädels auch. Also insofern... Die können ja beide schwimmen. Hüpf. So, jetzt können wir hier hoch. Dann können wir hier hoch auf den Turm und können den Typen auf dem Turm umbringen. Hoffe ich zumindest. Das darf jetzt Aiko mal machen. Die hat ja irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viele Kill-Erfolge gehabt. So. Zack. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Sehr gut. So, da kommen wir in die Burg rein. Da kommen wir in die Burg rein. Jetzt können wir nämlich hier in den Turm und können dann mal probieren, ob wir hier vielleicht den Strohhut irgendwie erledigen können. Jetzt hat die Frage, ob der, von wem wird der noch gesehen? Von dem da hinten wird er gesehen? Von dem, also er wird von so ziemlich jedem gesehen. Gut, also das wird ganz, ganz schwierig. Ach, wie ärgerlich. Wo muss ich überhaupt hin? Da hinten ist der Schlüssel. Ich habe echt einen weiten Weg vor mir, ne? Können wir mal die große Karte aufmachen? Ui, was ist denn das hier? Alter Verwalter. Die machen hier Schießübungen. Und mit denen lege ich mich nicht an. Genau, ich muss in diesen Garten hier rein. Und zwar mit Aiko, damit sie sich auch die Klamotten holen kann. Das heißt, wahrscheinlich wäre es ganz schlau, hier in diesen Turm reinzukommen. Um in den Turm reinzukommen, müssen wir aber hier übers Haus rüber, da übers Dach. Und wie kommt man auf das Dach rauf? Da ist eine Tür. Hier müssen wir rein, unten. Da müssen wir rein. Okay. Das ist im Endeffekt nicht so mega weit. Das da ist unsere Zugangstür. Oder da hinten hoch über das Seil. Also vielleicht eher hier hinten hoch. Weil wo geht's hier hin? Hier haben wir das Hausdach. Hier können wir auch hoch. Also hier wäre eigentlich auch sozusagen eine Möglichkeit.
die Ranke da hoch, zu, also das Gewächs, den Efeu oder was das ist. Dafür müssen wir aber, weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Weil von dem Turm hier kommen wir hier irgendwie oben auch raus. Können wir hier, hier können wir auch da runter. Aber wenn ich da jetzt runterhüpfe, dann wird sie ja sofort gesehen, ne? Ja. Das ist natürlich blöd. Wo guckt der hin? Der sieht auch hier hinten, den Bereich kann er auch einsehen. Das heißt, den Typen kann ich wirklich nicht killen. Der ist im Endeffekt unsterblich. Dieser Strohhut ist unsterblich. Guckt hier irgendjemand hier hinter? Nee, ne? I must find a plan in motion. Ah, der blöde Samurai drüben sieht sie. Ah, wieso sieht denn der darüber? Ist jetzt aber nicht so schön. The music. An elegant landing. So, das heißt, der Samurai ist dann sozusagen die das Problem an der Stelle. Wird der Typ gesehen? Ja, von dem hier unten, ne? Na gut. Ach, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie... Bringt das denn überhaupt irgendwas? Weil wenn der Samurai sie auch sieht, wenn sie da hinten in der Ecke hockt, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so richtig viel bringt, weil der Typ hier, den kann ich ja auch nicht killen. This is not the right way. My love, Kandashi, an elegant solution. Ja, das sehen alle. Es ist so geil, wie echt jeder Typ hier irgendwie überwacht wird von hunderten Leuten. Ah, schwierig. Na gut, mit dieser Herausforderung beenden wir diese erste Folge von dem Sumpu Castle. Und nächstes Mal geht's weiter auf dem Weg, den Shogun, des Shoguns Bruder zu töten. Also bis dann, ciao.